ausgesucht, dass wir wieder ins Sombrada gehen. Und zwar heute uns im Gerüst des Punta Sombrada befassen. Und da brauchen wir erstmal das Punta Sombrada. Und zwar, okay, ich habe den Stock in der Hand. Und meine erste Aktion, ein Block mit der Stockspitze nach unten. Gegen Angriffswinkel 3, vielleicht gegen Angriffswinkel 1. Mein Partner im Training, das ist immer erstmal linke Hand, checkt nach unten und rechts macht ein Punio. Im Drill mit dem Partner wird er jetzt gestoppt, deswegen folgt als nächstes ein Abanico-Schlag von oben zum Kopf. Und der wird ebenfalls wieder geblockt vom Partner. Den Block nehmen wir nach unten weg. Und dann wiederholt sich das Ganze auf der anderen Seite. Für unseren heutigen Drill brauchen wir genau diesen Part. Also Block, Punio, Abanico und nach unten stehen. Block, Punio, Abanico und nach unten stehen. Block, Punio, Abanico und nach unten stehen. Block. Check mit der zweiten Hand. Punio. Abanico. Über den Arm und wir schwingen den Stock nach unten. Die linke Hand leitet den gegnerischen Arm. 1, 2, 4. Okay, so. Vom Bekannten zum Unbekannten möchte ich das Ganze jetzt zunächst mit einem Bekannten will in der langen Distanz verbinden, nämlich mit dem Dreierschlag, der besteht aus dem Stegen 1 und 2, das heißt Voranschlag hoch und dann Schlag 5 und Schlag 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, das funktioniert gut, deswegen werde ich es jetzt hinten an die Sequenz von Punio Sombrada dranfügen. Das heißt, ich mache Block, Punio. Aber Nico, nach unten leiten, nochmal einen Schritt zurück, wenn ihr Platz habt, und dann 1, 4, 2. Einmal, hier rechts vor, Block, nach 3, nach Punio, aber Nico, nach unten leiten. Beim nach unten leiten mache ich schon einen Schritt zurück. Wenn ich hier Platz habe, mache ich einen zweiten Schritt zurück und mache 1, 4, 2. Okay. Damit wir das Ganze in einen Loop bringen, machen wir den Übergang von diesem 1, 4, 2 in der langen Distanz zum Punio Sombrada im Schritt vorher. Das heißt, ich habe 1, 4, 2 und auf den tiefen Schlag ändere ich die Distanz. Also 1, 4, 2, okay. 1. Auf die 4. Ich nach vorne mit dem Block leite ich den gegnerischen Stock zur Seite und oh, Gedankenfehler, würde angreifen, aber Quatsch, da fehlt mir jetzt der Partner. Das heißt also 1, 4, 2, wenn ich jetzt nicht aktiv beenden, sondern mein Gegner beendet das, das heißt ich mache 1, 4. Und anstatt 2 zu schlagen, kommt nach der 4 zu meinem Block. Das heißt, ich mache 1, 4, Block. Punio, aber Nico, Schritt zurück, 1, 4, 2. 1, 4, Block. Punio, aber Nico, weiterleitend, 1, 4, 2. Und noch einmal. Einmal das 1, 4, 2 und dann 1, 4, Block. 1, 4, 2 und 1, 4, Cross, Punio, aber Nico, weiterleiten und wieder, 1, 4, 2, nochmal von vorne, 1, 4, Crossblock, Punio, aber Nico, weiterleiten, Schritt zurück, 1, 4, 2, direkt wieder den Übergang, 1, 4, Crossblock, Punio, aber Nico, weiterleiten, 1, 4, 2, 1, 4, Crossblock, Punio, aber Nico, weiterleiten, 1, 4, 2.
Okay. So, erste Kanten zum Unbekannten. Wir haben allerdings heute schon damit gearbeitet, nämlich mit der Figure 8 rückwärts. Und ihr setzt jetzt das 1-4-2. So, das heißt, starte mit Vorhand tief, Rückhand tief und Vorhand tief. Er setzt jetzt quasi meine 3. Ich kann hier meinen Crossblock machen. Dann kommt der Punyo, aber Nico weiterleiten. Und ich mache die Finger 8. 1, 2, 3, 4, 1. Crossblock. Punyo, Abanico, weiterleiten, Figure 8. 1, 2, 3, 1, 2, Crossblock. Punyo, Abanico, weiterleiten, Figure 8. Crossblock. Punyo, Abanico. Weiterleiten. Figure 8. Und 1, 2, nochmal. 1, 2, Crossblock. Punyo, Abanico. Weiterleiten. Figure 8. 1, 2, nochmal. 1, 2, Crossblock. Punyo, Abanico. Weiterleiten. Figure 8. Okay. Gut. Schau gerade nochmal. Oh, jetzt ist der Schleifer dran. Bei dem ersten Teil, um aus der langen Distanz, nämlich dem Arbeiten mit der Figure 8 in die mittlere Distanz zu kommen, mache ich nach 1, 2 hier nicht mehr auf. 2, im Grunde hier einen Stock. Lass den Stock in der Blockposition und geh direkt in den Crossblock. Lass ich nach 1, 2, Crossblock. 1, 2, Crossblock. Okay, und nochmal. Einmal die Figure 8. Beim zweiten Mal, nach Schlag 2, gehen wir in den Crossblock rein. Okay, also Figure 8, einmal. Zweimal, ein, zwei und Crossblock. Punyo, Abanico, weiterleiten. Jetzt einmal die Figure 8, zwei, beim zweiten Mal, Figure 8, endet in der Blockposition und gehen mein Crossblock. Punyo, Abanico, weiterleiten, Figure 8. Einmal, zweimal Crossblock. Punyo, Abanico, weiterleiten, Figure 8. Einmal, zweimal Crossblock. Punyo, Abanico, weiterleiten, Figure 8. Weiterleiten und letztes Mal einmal, zweimal, Crossbook, Punyo, Abanico, weiterleiten und Figure 8. Okay.